Kennst du das Gefühl, dass du ständig darüber nachdenkst, was andere über dich sagen oder wie sie dich sehen? Du bist vielleicht in einer Gruppe von Menschen und plötzlich überkommt dich die Unsicherheit. Was denken sie gerade über mich? Habe ich das Richtige gesagt? Wirke ich sympathisch? Doch warum ist es so schwer, diese Gedanken loszulassen? Warum legen wir so viel Wert auf die Meinung anderer, obwohl wir tief im Inneren wissen, dass es uns nur belastet? Die Antwort liegt in der menschlichen Natur, denn wir alle wollen gemocht, akzeptiert und verstanden werden. Doch genau hier liegt die Falle. Indem du ständig versuchst, den Erwartungen anderer gerecht zu werden, verlierst du dich selbst. Es ist an der Zeit aufzuhören, dir Gedanken darüber zu machen, was andere Leute über dich denken. Nummer 1. Fremde Meinungen bestimmen dein Leben. Jedes Mal, wenn du darüber nachdenkst, was andere über dich denken, gibst du ein Stück deiner Macht ab. Du erlaubst es anderen Menschen, dein Leben zu lenken. Stell dir vor, du bist der Kapitän deines eigenen Schiffes, aber anstatt den Kurs selbst zu bestimmen, lässt du die Meinungen anderer den Weg vorgeben. Wie oft hast du schon etwas nicht getan, nur weil du Angst hattest, was andere darüber denken könnten? Wie oft hast du dich zurückgehalten, obwohl du wusstest, dass du eigentlich viel mehr erreichen könntest? Die Wahrheit ist, dass du nie die Kontrolle über die Gedanken anderer Menschen hast. Sie werden immer ihre eigenen Urteile fällen, basierend auf ihren eigenen Erfahrungen, Unsicherheiten und Vorurteilen. Und das Beste, was du tun kannst, ist, diese Meinung loszulassen. Denn wenn du es nicht tust, wirst du am Ende nur ein Schatten deiner selbst sein. Jemand, der sein Leben nicht für sich selbst lebt, sondern für andere. Nummer 2. Andere Menschen sind viel zu beschäftigt mit sich selbst. Ein entscheidender Grund, warum du aufhören solltest, dir Sorgen über die Meinung anderer zu machen, ist die simple Tatsache, dass die meisten Menschen viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind, um ständig über dich nachzudenken. Jeder Mensch hat seine eigenen Sorgen, Ängste und Unsicherheiten. Sie denken vielleicht für einen Moment über dich nach, aber dann wenden sie sich wieder ihren eigenen Problemen zu. Nummer 3. Du kannst es sowieso nie allen recht machen. Egal wie sehr du es versuchst, du wirst es niemals schaffen, allen gerecht zu werden. Die Erwartungen der Menschen sind so unterschiedlich, dass es unmöglich ist, sie alle zu erfüllen. Was eine Person an dir mag, könnte eine andere irritieren. Was jemand als bewundernswert empfindet, könnte ein anderer als Schwäche ansehen. Das bedeutet, dass der Versuch, die Meinungen anderer zu kontrollieren oder zu beeinflussen, letztlich eine sinnlose Anstrengung ist. Es ist wie ein Wettlauf ohne Ziel. Anstatt deine Energie darauf zu verschwenden, jeden glücklich zu machen, ist es viel sinnvoller, dich auf das zu konzentrieren, was du wirklich willst. Nummer 4. Die Meinung anderer ist oft nur eine Reflexion ihrer eigenen Unsicherheiten. Oft spiegeln die Urteile, die Menschen über dich fällen, nicht wirklich dich, sondern sie spiegeln ihre eigenen Unsicherheiten wider. Wenn jemand über dich lästert oder dich kritisiert, ist es oft ein Zeichen dafür, dass diese Person mit ihren eigenen Ängsten und Problemen zu kämpfen hat. Sie projizieren diese auf dich, weil es für sie einfacher ist, andere zu beurteilen, als sich mit ihren eigenen Unsicherheiten auseinanderzusetzen. Wenn du das verstehst, wird es dir leichter fallen, die Meinungen anderer loszulassen. Du erkennst, dass deren Kritik oft mehr über sie aussagt als über dich. Nummer 5. Freiheit bedeutet, authentisch zu leben. Wahre Freiheit beginnt in dem Moment, in dem du aufhörst, dir Gedanken darüber zu machen, was andere über dich denken. Diese Freiheit erlaubt es dir, authentisch zu leben und die Person zu sein, die du wirklich bist. Du musst dich nicht mehr verstellen oder anpassen, um anderen zu gefallen. Stattdessen kannst du deine eigenen Wünsche, Träume und Ziele verfolgen, ohne dich ständig von äußeren Meinungen beeinflussen zu lassen. Wenn du diesen Schritt machst, wirst du nicht nur dein eigenes Leben verändern, sondern auch anderen zeigen, dass es möglich ist. Nummer 6. Du wirst mehr Selbstvertrauen gewinnen.
Indem du aufhörst, dich ständig um die Meinungen anderer zu kümmern, gewinnst du automatisch mehr Selbstvertrauen. Denn dieses Selbstvertrauen kommt nicht von der Bestätigung anderer, sondern von dir selbst. Du lernst, auf deine eigenen Fähigkeiten und Urteile zu vertrauen, anstatt ständig nach externem Feedback zu suchen. Dieses Selbstvertrauen wird dich in allen Bereichen deines Lebens voranbringen, in deinen Beziehungen, deiner Karriere und deinem persönlichen Wachstum. Nummer 7. Du wirst ein erfüllteres Leben führen. Am Ende des Tages geht es darum, ein Leben zu führen, das dich erfüllt. Wenn du dein Leben ständig nach den Erwartungen und Meinungen anderer ausrichtest, wirst du immer das Gefühl haben, dass etwas fehlt. Du wirst dich selbst zurückhalten, Chancen verpassen und möglicherweise in einem Leben feststecken, das gar nicht wirklich dein Leben ist. Indem du dich von den Gedanken und Urteilen anderer löst, öffnest du die Tür zu einem Leben voller Möglichkeiten. Du wirst mutiger, risikobereiter und bist bereit, neue Wege zu gehen, die dich wirklich glücklich machen. Dieses Gefühl der Freiheit und Erfüllung ist unbezahlbar und kann nur dann erreicht werden, wenn du endlich aufhörst, dir Gedanken darüber zu machen, was andere über dich denken. Nummer 8. Der Weg zur inneren Ruhe. Einer der größten Vorteile, wenn du aufhörst, dich um die Meinung anderer zu kümmern, ist der innere Frieden, den du dadurch erlangst. Die ständige Sorge darüber, was andere über dich denken, ist anstrengend und belastet deinen Geist. Sie hält dich in einem Zustand permanenter Anspannung und Unsicherheit. Nummer 9. Die Zeit ist jetzt. Du magst denken, dass es Zeit braucht, um diese Veränderung zu machen, aber die Wahrheit ist, dass du jetzt anfangen kannst. Du musst nicht länger warten oder dir erlauben, weiter in der Angst vor den Urteilen anderer zu leben. Es liegt in deiner Hand, diese Gedanken loszulassen und dich auf dein eigenes Leben zu konzentrieren. Fang an, kleine Entscheidungen zu treffen, ohne dich um die Meinung anderer zu kümmern. Je öfter du das tust, desto leichter wird es dir fallen und du wirst mit der Zeit merken, wie sich dein Leben verändert. Unser heutiges Fazit: Lebe für dich, nicht für andere. Es gibt nichts Erfüllenderes, als das Leben zu leben, das du dir wünschst, frei von den Urteilen und Meinungen anderer. Du verdienst es, glücklich, authentisch und zufrieden zu sein, ohne dich ständig von den Gedanken anderer beeinflussen zu lassen. Der erste Schritt zu diesem Leben ist, auf dich selbst zu hören und aufzuhören, dir Gedanken darüber zu machen, was andere über dich denken. Denn letztendlich zählt nur, was du über dich denkst. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.